Okay. Und der nächste Schritt. Außerhalb von New Vegas bewohnt ein ungewöhnlicher Stamm namens Rumsa, die ehemalige Nellis Air Force Base. Sie sind, sagen wir mal, aggressiv zurückgezogen. Sie haben mehrere Haubitzen, mit denen sie auf jeden schießen, der sich der Basis nähert. Solche Artillerie hat eine Reichweite von mehreren Meilen. Wenn sowas auf den Hoover-Staudamm feuert, dann bitte auf meine Ziele. Falls nicht, dann will ich sicher sein, dass die Rumsa keine Abkommen schließen und ihre Kanonen zugunsten der RNK oder Caesars Legion abfeuern. Okay. Dann seien Sie extrem vorsichtig, wenn Sie sich der Basis nähern. Ihre Feuerkraft ist beachtlich. Einer meiner Securitrons hat einen Mann bei der Basis gesehen, der das Muster des Artilleriefeuers beobachtet hat. Vielleicht kann er Ihnen helfen. Okay, das ist noch ein Einser. Wir sind jetzt noch Einser. Haben dieses Update nicht gekriegt. So, jede Menge Bücher. Terminal. Ich frage mich... Ach, ich probiere das einfach mal. Ich speichere mal ab und dann probieren wir mal, was hier in dem Vorraum drin ist. Hoppla, was haben wir denn hier? Willkommen, Mr. House. Hi. Zielerfassung läuft. Okay. Ich habe nicht meine Waffe angelegt. Ich habe Angst. Das ist Rillia mal noch ein paar Zischen. Und lesen wir noch eben, nein, nicht die ritterlichen Sagen, lesen wir überhaupt irgendwas? Ne, wir nehmen ein bisschen Psycho. Und dann, wo habe ich denn die Dinger? Da. Oh. Was war denn das? Das war einer von den MK2-Viechern. Nicht so gut, ne? Aber ganz ehrlich, das probiere ich einfach mal nochmal. Ich will nur wissen, warum habe ich nur 5 von den Sternkorken? Wenn ich die ganze Zeit dabei bin, die Dinger zu zischen. Was ist das Beryllia? Wird normale Korken hinzugefügt? Warum denn das? Ach, da sind nur manchmal Sternkorken drin. Ich dachte, jedes Sanze, das ist das Beryllia, die normalen, die Sternkorken. Machete. So, Impulsgranate ausrüsten. Und dann schauen wir mal. Angriff auf Ziel läuft. Zielerfassung läuft. Zielerfassung läuft. Sind die Dinger jetzt kaputt, oder? So, wo geht's hier rein? Weiter. Kontrollraum. Dann schauen wir doch mal. Da unten sind die ganzen bösen Securitrons. Was haben wir da? Ein Terminal. Ist das da hinten die Intelligenz von Dr. House? LE-Kammer entriegeln. Ja, das passt schon. Nicht so schlimm, ob sich da was infiziert. Sie sind also Dr. House. Warum haben Sie das getan? Jahrhundertelange Vorbereitung. So viel Gutes vertan. Es ist ja doch... Ja-Sager würde bevorzugen, dass sie nicht mehr im Weg stehen. Ihr eitles Projekt!
ist dem Untergang geweiht. Sicher. Sie werden nichts mehr kontrollieren können, aber ich lasse sie am Leben. Nein! Deaktivieren Sie nicht! Die Zerebrale! Ich würde lieber sterben! Töten Sie mich! Einfach! Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Ich will Sie gar nicht töten, Mr. House. Ich will nur Ihren Posten. Okay. Deaktivieren wir das mal. Mr. House töten? Oh, ich hab ihn doch... Ah, deaktiviert habe ich ihn. Zack. So, Daten. Robert Edwin House, allgemeiner Präsident, ist gestorben. Ableben des Allgemeinen für die einzige offene Stammpräsident der Menschheit anerkannt, Mr. House, vielleicht sogar die Totenglocke für die gesamte menschliche Spezies, für immer verloren ist ein Wissensschatz über die menschliche Langlebigkeit, mit deren Tiefe und Breite man mehrere Bücher füllen könnte, wie er treffend bemerkte. Und damit übertrieb er nichts, zwar erreicht er sein Ziel der funktionellen Unsterblichkeit nicht, aber wir dürfen nicht vergessen, dass er erst mit 261 starb. Wie viele Menschen tun das? Also bitte. Ebenfalls für immer verloren sind die einzigartige Persönlichkeit von House, seine Willenskraft und seine Vision und Führungsstärke. Die Wahrscheinlichkeit, dass aus der derzeitigen menschlichen Bevölkerung eine ähnlich perfekte Person hervorgeht, die die Menschheit mit einer Zukunft gleichwertiger Qualität führt, liegt bei ziemlich wenig Prozent. Persönlichkeit und Willenskraft, der House wurde früh zum Weisen, bla bla bla, Visionen, war sich House sicher, dass im Leben, weil ich eine der Technologien und in der Stadt Las Vegas, wie sie damals genannt wurde, zu bewahren. Am Tag des großen Krieges auf die Stadt zu, zerstörte sie alle, das nennt man Vision. Führungsstärke, Mr. House überlebte den Krieg natürlich und ja, drei Familien rekrutieren. Später bearbeitet, lässt es automatisch aktualisieren, so bleibt der Nachruf besser im Gedächtnis. Das sind wir natürlich aus dem Fern von dieser Reihe. Natürlich. Okay. Schauen wir mal. Ja, ich frage mich, ob das die richtige Entscheidung war, aber werden wir ja sehen. Sprache. Ich hätte mal richtig abspeichern sollen davor. Hätte man an der Stelle vielleicht das nochmal wiederholen können irgendwann. Wissenschaft. Nee, wir hauen jetzt Sprache noch ordentlich hoch. Und, ja, das passt schon. Und jetzt suchen wir uns ein tolles Extra aus, nämlich, Stimpex, Robotikexperte. Unglücksfee. Nerd Rage. Oh Gott, das ist immer so schwer. Heller Kopf. Intensives Training. Intelligenz hatten wir auch ganz hoch, glaube ich, oder? Nannte das nicht Wurfwachen. Achso, das können wir noch gar nicht. Das kommt alles erst später. Schade eigentlich. Das ist Stufe 8. Stufe 7. Wir sind jetzt auf Stufe. Nee, hä? Warum? Ach so, weil ich dafür irgendwas Bestimmtes brauche. Okay, was hätten wir denn hier haben können? Action Baby. Naja, was können wir denn hier benutzen? Robotikexperte, das klingt eigentlich ganz cool. Aber da ich Schleichen nicht so hoch habe, bringt das eigentlich nicht so viel. Nehmen wir einfach das.
mehr Heal durch Stimpaks. Lebst du noch? Naja, so ein bisschen. Mission fehlgeschlagen, Haus lebt immer. Lebt, gewinnt immer. So, hier lässt gerade irgendwas nach. Ich würde jetzt gerne erstmal hochgehen und nachschauen, was hier so passiert. So, die Patronen nehmen wir mal mit. Warum wirft ihr die nicht weit genug? Scheiße. Aha. Connection lost. Dem kann ich so wohl nicht mehr reden. Hier meine Drogen nach und nach loslassen. Nachlassen. Huch, wo ist denn die Gutste hier hin? Die Entwickler sind bestimmt ziemlich böse auf mich. Wie sieht's eigentlich mit meinem Karma aus? Immer noch normal. Dann gehen wir mal ins Casino. Nachrufe des vor kurzem verstorbenen Mr. House, Präsident, Generaldirektor und Alleineigentümer des Vegas Strip. Mr. House war der mysteriöse Herrscher des Strips. Wo ist mein guter Freund Victor? Naja, entschuldigen Sie, aber sind Sie der Kurier, der so viel Ärger im Tops gemacht hat? Warum? Oh, naja, wir haben... Also, die Anhänger der Apokalypse haben gehört, dass Sie da drin waren. Im Lucky 38, meine ich. Und wir haben uns gefragt, ob Sie uns helfen könnten. Falls es nicht zu viel Umstände macht, natürlich. Woher hatten Sie genug Geld, um auf den Strip zu kommen? Diese Sache ist den Anhängern so wichtig, dass wir die Kronkorken für die Bonitätsprüfung zusammengekratzt haben. Und ich wohne im Vault 21, was relativ günstig ist. Zumindest für den Strip. Okay. Und das heißt? Oh, toll! Die Anhänger der Apokalypse, naja, zumindest ein paar von uns, interessieren sich für die Technologie von Mr. House, der hier am Leben bleibt. Natürlich darf niemand das Lucky 38 betreten, also weiß auch niemand, was da läuft. Okay, und da komme ich ins Spiel. Genau. Sie sollen herausfinden, welche Technologie Mr. House verwendet hat, um all die Jahre zu überleben. Das könnte eine große Hilfe für die Leute sein, denen wir helfen wollen. Viele von ihnen leiden unter Krankheiten, die schwer zu diagnostizieren sind. Ja. Wirklich? Nehmen Sie diesen Packet Sniffer. Damit können wir Daten... Möglicherweise müssen Sie die Verschlüsselung seines Datennetzwerks manuell entfernen. Aber ich hoffe, dass Sie keine Probleme haben. Viel Glück. Ich habe das Ding doch gerade eben ausgemacht. Hilfe. Hoch. Naja, gehen wir erstmal hier rüber. Bis später. Suchen jetzt meinen Freund Ja-Sager. Und die machen mir Angst. Die haben jetzt alle nicht mehr das coole alte Polizisten-Outfit, sondern sind jetzt Soldaten. Oh, hallo nochmal! Ja, er ist weg. Sie haben sich bereits um Mr. House gekümmert? Hey, Sie arbeiten schnell! Ich weiß, und Mr. House ist aus dem Weg und Sie haben den Platin-Chip? Wenn das so weitergeht, dann reicht ein Sekunditron, um den ganzen Strip zu verfolgen. Ja, Tatsache. Der würde tatsächlich reichen. Aber was geht denn? Hab ich irgendwie eine... Fertigkeiten, Extras, allgemeine Status, Effekte, Hirnerschütterung. Wovon denn das? Na, gehen wir erstmal da rein, zapfen der TUS das Ding an und labern ein bisschen mit dem guten Ja-Sager und dann schauen wir mal, was noch vor sich geht. Oh, da sind wieder Security Shots. Ah ne, die waren schon die ganze Zeit, gell?
Alle Begleiter entlassen. Nee. Erstmal ins Penthouse. Hallo! Das ist riesig, oder? Ein wirklich großer Augenblick. Also los! Ich nehme Ihnen jetzt dankend den Platin-Chip ab. Wünschen Sie mir Glück! Ich dachte, der war nur, um die Dinger hier zu verbessern. Hoppla. Wow, Mr. House hatte hier eine tolle Ausrüstung. Ich habe Zugriff auf seine Datenbanken und die Telemetriedaten aller Securitrons im Netzwerk. Alle Securitrons im Netz wurden aktualisiert. Ziemlich toll, oder? Die Securitrons im Fort stehen in Bereitschaft. Dieses Statusprotokoll zeigt, dass das Mark II Betriebssystem-Upgrade korrekt installiert wurde. Sie sind einsatzbereit, sobald wir meine Sendeleistung erhöht haben und sie über das Netzwerk online bringen können. Aber das kommt später. Gut, gut. Wie war das mit den Stämmen? Davon gibt es viele. Einige haben Sie vielleicht schon kennengelernt. Sie sollten unbedingt die anderen Familien auf dem Strip. Auch abseits des Strips gibt es wichtige Gruppen. Okay, dann sprechen wir über die. Was weißt du über die Rumser? Das müssen wirklich üble... Sie schießen mit ihrer Artillerie auf jeden, der sich ihrer Siedlung auf der Nellis Air Force Base nähert. Wenn das nicht unhöflich ist. Unerhört. Wenn man sie aber davon überzeugen könnte, mit ihren dicken Dingern Richtung Legion oder RNK zu rumsen, wäre das wieder eine praktische Sache, oder? Ja, schon, aber, dann sprechen wir was anderes. Ciao.